Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Vorschlägen. Die liebe Simone hat sich gewünscht, dass wir YouTube Kacke und wieder ist Kürbisnachten angucken. Und ja, aus einer meiner Lieblings-Creator, Grüße gehen raus, von Choc TV, guckt bitte bei ihnen vorbei, er macht wirklich coole YouTube Kacke. Und ja, ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Start in die Woche. Meine Woche war absolut beschissen, aber ja. Freunde, es war schon wieder Kürbisnachten und kannst du bitte die Scheißkamera wieder nach oben machen? Nun ist es wieder an der Zeit abzumerkeln. Sie war wie Wahrheit. Immer leicht zu erkennen. Was zum Fick? Halt, stopp. Ich dachte, sie wären in Folge 40 gestorben. Schauen Sie geil. Genau hin. Übelst cool gemacht, ey. Lol, als ob er das einfach so mal eingebaut hat. Wie cool ist das denn, ey? Ja. Er ist doch nicht verstorben. Schauen Sie genau hin. Cool. Verzeihen Sie bitte, aber das hier wird eine Scheißfolge. Wir leben in einer Welt, in der wir uns Tatsachen so erklären können. Übelst cool gemacht. Das fassbar verkehrt zurück. Sehen Sie sich diesen Würfel an. Ist es überhaupt ein dreidimensionaler Würfel? Dreidimensionaler Würfel. Was? Dreidimensionaler Würfel. Der Himalaya ist das höchste Gebirge der Welt und zugleich ein dreidimensionaler Würfel. Was? Als die Forscher... im Jahr 1916 als Alter, erste was? Frau auf das gerade. Das ist doch, warte mal. Das ist doch, bin ich doof? Das ist doch der Kopf von Drachenlord, oder? Das ist doch der Kopf von Drachenlord, oder? Das ist doch. Wie geil ist das denn? 16. Als erste Frau auf das Hochgebirge geschossen hatte, erfuhr sie von einem schwarz-magischen Schwanz, der viel gefährlicher als der weiß-magischen Schwanz ist. Und dieses Wesen ist viel gefährlicher als ein dreidimensionaler Wesen. Ich finde das so geil. Wie geil der das immer sagt. Ey, komm, das müssen wir uns doch mal anhören. Es ist so cool. Viel gefährlicher als ein dreidimensionaler. Ich finde das so geil. Ein Bestatter erlebt viele seltsame Dinge. Doch was sich vor 15 Jahren ereignete, wird Alexander vergessen. Da Alexander es nie erlebt hatte. Lol. Ja, das ist nicht witzig. Was ist hier geschehen? Unser Gehirn. Boah, was ist das? So? Das finde ich, wenn ich früh aufstehe. Das ist halt wirklich so. Also wenn ich früh aufstehe, vor allem heute war das übel schlimm. Ich war fast zu spät gekommen. Kennt das ja, ich bin so einer der Kategorie, so 5000 Mal den Wecker stellen, also wirklich so alle 5 Minuten den Wecker stellen. Und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Diesmal habe ich das wirklich geschafft, jeden Wecker zu überhören und irgendwann. Ich muss um 8 auf Arbeit sein und ich fahre eine Stunde. Um 7 so. Werd so ein Wunder mich, wieso ist denn das so hell? Guck's auf die Uhr und denk mir, oh, scheiße, wie soll ich denn das machen? Bin dann, normalerweise gehe ich ja gefühlt 3 Tage duschen, ne? Bin irgendwie 2 Sekunden duschen gegangen, Zähne geputzt und bin los. Aber witzigerweise bin ich, also, ja gut. 3-4 Minuten zu spät gekommen. Es ging noch. War noch okay, war noch legitim. Und besteht aus 1,5 Zellen. Nur wie bei mir. Ist wirklich an besagter Stelle nur ein Butterbrot. Wie bei mir. Maria? Was machst du denn hier? Ja, aber sag mal, wenn du schon hier bist, du könntest das Lager durchwischen. Ja. Ja? Ja. Jo. Ja? Jo. Ja? Ja. Ja, super. Ja. Maria, das Lager ist da hinten.
Ach so? Ja. Ja? Ja. 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 Das ist nicht witzig. Da seine Mutter in 3 Tagen Geburtstag hatte, kam er auf die Idee, sie zu boxen. Im Inneren des Schränkchens fand... Oh, Scheiße. Ah. Kam auf die Idee, die Mutti zu boxen. Boah. Ja, hab ich auch immer gemacht. Ne? Ich wusste, okay, meine Mutter hat in 3 Tagen Geburtstag. Bin ich also mal hingegangen und bumm. Der verschiedene, scheinbar zusammenhanglose Gegenstände. Mein Haar. Oh, Alter, irgendwie. Dazu ein Real. Außerdem ein Aal. Außerdem ein Genital. Außerdem Frau Kohl. Für ein Geburtstagsgeschenk erschienen sie ihm sehr passend. Ja, Maria? Einbrecher! Hier, im Haus! Einbrecher? Ja! Ja? Ja! Ja? 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 Ja! Ja. Eine seltsame Geschichte. Müsst ihr euch mal vorstellen. So, bei uns war... Scheiße. Scheiße. Bei, wo ich damals als meine Ausbildung als Sicherheitsfachmann gemacht habe. Es war eigentlich voll nicht lustig. Da hat bei mir... unsere Kollegin, die, dann habe ich ja euch mal erzählt, die dann die Chefin wurde, angerufen und die war im anderen Gebäude und die so, hier ist ein Einbrecher! Also ich so, ja, wirklich? Und die so, ja! Und dann so, okay, wirklich? Es ging wirklich, kein Witz, es ging wirklich so. Und dann, komm mal bitte her! So, ich so, ja! Und die so, ja! Es ging halt wirklich so. Und dann bin ich so hingegangen, und das war wirklich, wirklich ein Einbrecher, also ohne Mist, weil... Sie hat an den Abend, wir hatten so eine Bank, ne, ich glaube, ich weiß nicht, ich darf glaube nicht zu viel sagen, keine Ahnung, aber wir hatten halt eine Bank, ne, und da war es halt abends auch immer und da wollte halt wirklich dann Geld und sowas rausnehmen. Das Geile ist, ich bin mit der Taschenlampe nur dahin gegangen, ne, ich wollte ihn ja gucken, irgendwie versuchen festzuhalten, weil der war ein bisschen kleiner als ich und dachte, ja komm, bin mit der Taschenlampe hingegangen. Und ist er so schnell, aber wirklich so schnell weggegangen, weil der glaube da, dass die Polizei oder so kommt. Echt so schnell habe ich noch nie einen Rennen gesehen. Müsst ihr euch mal vorstellen, so mit Sturmmaske, Taschenlampe da liegen gelassen, Sturmmaske schnell richtig aufgezogen, weg war der. Und jetzt, bitte, jetzt kommt noch ein kleiner Fun-Fact. Ich musste immer zu allen Gebäuden mit der Bahn fahren. Das ist halt so, bei uns immer, wenn mal was war, wenn mal ein Zwischenfall war oder sowas, ne? Ich musste halt erst auf die Bahn warten, muss dann mit der Bahn gemütlich hinfahren. Ich hab dann immer am Telefon gesagt, ja, du willst heute, ne? Ich hab Schicht, ne? Ich muss auf die Bahn warten. Aber war immer sehr witzig. Ist diese Story wahr? Ja. Oder falsch? Falsch. Haben Sie Zeit für ein Experiment? Nein. Fixieren Sie für 15 Sekunden den Punkt auf der Nase der Frau. Okay? 1, 2, 14. Stopp. Und jetzt blicken Sie sofort nach rechts auf die leere weiße Seite. Sie sehen richtig. Was machst du denn eigentlich? Sag ich nicht. Du bist doof! Oh. Das Kind, das, die Göre würde ich sofort im Keller einsperren. 3 Jahre, das gibt's bei mir nie zu Hause. 3 Jahre im Keller einsperren, kein Tageslicht mehr, keine Schule mehr, essen nur noch Fußnägel und Haare. Sofort, aber wirklich sofort. Oh! Nein, nicht kitzeln. Mama? Wer ist denn da bei dir in der Höhle? Niemand? Tja, das war natürlich ein Schock für Lanas Eltern. Oder ist dieses Video nur eine YouTube-Kacke? Nun wollen wir sehen, welche der heutigen Geschichten der Wahrheit entsprechen. Flucht. Was ist passiert? Die Geschichte kenne ich gar nicht. Doch der Wagen hat das Gewicht nicht ausgehalten. Ja, das ist nicht witzig.
Sie glauben, dass diese Geschichte wahr ist? Falsch. Sie ist ein dreidimensionaler Würfel. Im Inneren des Schränkchens fand er seine Mutter. It is mehr! Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Wir haben nur alles geändert. Wir haben nur alles geändert, ja. Mama? Wer ist denn da bei dir in der Höhle? Niemand? Hey Leute, ja, Olli mal wieder am Start. Ich muss Sie enttäuschen. Diese Story entstammt der Fantasie eines YouTubers. Mach dies jetzt von Macker. Schacken. Nimm's nicht so schwer, es könnte schlimmer sein. Stell dir vor, du hättest eine Glatze und eine große Nase. Ah, ich... Oh, das ist geil. Oh nee, ich muss ganz ehrlich sagen, einmal hier zurück. Ich liebe seine YouTube-Kacke-Videos. Ich liebe sie. Ich habe auf dem Handy, kann ich euch gleich sagen? Warte. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Accounts und mit allen 5 Accounts abonniert und ohne Scheiß, immer wenn ich abends mich hinlege und sowas, ich guck die wirklich immer. Und wenn ihr auch mal Bock habt, also ich wirklich, guckt mal seine YouTube-Kacke-Videos an, sind wirklich sehr, sehr coole Videos. Es gibt so Videos, da kann ich jetzt schon fast mitmachen, weil ich die schon nur auswendig kenne. Aber kann ich wirklich jedem nur empfehlen, einer meiner Lieblings-Creator, was YouTube-Kacke angeht. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt und wenn ihr Vorschläge habt, schickt sie mir doch bitte über Instagram oder über Twitter. Und wir sehen uns definitiv Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, der dreidimensionale Würfel.